Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir einen normalen One gemacht mit Judas, war sogar der Greed One, genau. Den haben wir auch geschafft, haben eine Winspec von 5, was ich sehr schön finde, weil so oft, ich glaube, ich war noch nie über eine Winspec von 10. Ja, ja, so ist das, so ist das. Und es wird sich heute gewünscht, die Onans Strake. Von daher spielen wir die einfach mal. Wir machen heute natürlich wieder eine Challenge, habe ich vergessen zu sagen. Wir sind im Burning Basement, oh Gott. Und, oh. Hä? Okay, nice. Wusste ich nicht. Also, wir töten uns selber. Warum auch immer. Wahrscheinlich war das nur in dieser einen Ebene. Nein, okay, wir töten uns selber. Muss man einen Gegner töten, damit man sich nicht... Oh, Tatsache. Gut, also man verliert Leben. Wenn man die Gegner nicht trifft, ich habe mich diesmal überhaupt nicht über die Challenge informiert, deswegen weiß ich gar nichts über diese Challenge. Oh shit, das heißt, ich darf jetzt auch nicht einfach so schießen. Okay, das ist natürlich schlecht. Also man muss Gegner treffen. Shit, sonst kriegt man ein halbes Leben Schaden. Dafür machen wir aber richtig viel Schaden, also so ist es nicht. Ist jetzt blöd, dass ich halt wieder ein halbes Leben verloren habe. Genau, wir haben sonst die Chocolate Milk eigentlich nur. Und dann noch das Book of Belial. Heißt, wir können also richtig, richtig stark werden mit unserem Teil hier. Und die, oh Gott, das ist ja auch schlimm hier. Die Frage ist, aha, wenn ich den Schuss jetzt auflade und dann mein Buch einsetze, schieße ich dann? Oder ist dann der Schuss einfach weg? Was hast du? The Moon. Können wir eigentlich mal einsetzen gleich? The Moon hat einen ja in den Shop teleportiert, oder? Ich glaube schon. Und das ist aber eine Challenge anscheinend, wo es... Oh Gott. Okay, springende Gegner sind natürlich dann sehr blöd. Wo es goldene Räume gibt. Ist ja auch cool. Was war denn in dem goldenen Raum da oben? Hä? Ich habe schon wieder vergessen. Ach so, da war das eine Baby drin. Stimmt. Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd bei allen Gegnern, die irgendwie hüpfen können oder sowas. Dass wir uns dann selber töten. Da ist die Chance ein bisschen sehr hoch. Und wir müssen kommen bis... ein Kreuz, was auch immer das bedeutet. Bis dahin müssen wir kommen. Ich weiß nicht, was es bedeutet genau. Aber hier kriegen wir zwei Bomben. Ich muss hier komisch umgreifen, damit ich nicht aufhöre zu schießen. Gott, oh Gott. So, schnell weg hier. Ich spiele mit dem Controller und deswegen ist das ein bisschen blöd. Mit dem rechten Stick muss ich anvisieren, aber mein Bombenstick ist ja auf B quasi. Auf dem Xbox-Controller. Deswegen ist das hier nicht so ein bisschen blöd gerade. Da waren wir schon drin. Aber hier war noch das Baby. Das hätte ich dann doch schon gerne. So. So ein Robo-Baby ist nämlich auch ganz cool. Der schießt ja von sich aus alleine schon. Das heißt, vielleicht sollten wir, wenn wir uns jetzt nicht sicher genug fühlen, dass wir die Gegner treffen, dann lieber nur mit dem Baby hier angreifen. Das ist vielleicht eine gar nicht mal so schlechte Idee. Eine Monstro. Ich setze mal das Buch ein. Und wir behalten unsere Aufladung. Okay. Oh, shit, sind die Dinger groß. Okay. So, wir dürfen nur nicht sterben. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wie hoch ist denn unsere Reichweite? Okay. Gar nicht so schlecht. Okay. Bitte ein Leben, bitte ein Leben, bitte ein Leben, bitte ein Leben, bitte ein Damage up. Okay. Aber auch ein halbes Herz. Beziehungsweise ein Psychic Friend. Ein psychischer Freund, kann man auch sagen. Gut, also wenn wir ganz viele Babys uns hier ranholen, dann ist das, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Hätten wir ein paar Schlüssel, dann würde ich die sogar aufmachen. Zwei Schlüssel an sich sind mir aber nicht genug. So, müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht schießen, wenn unser Baby das schon irgendwie getötet hat. Weil sonst tun wir uns wieder selber weh. So... Aber solange wir nur ein halbes Leben dadurch verlieren, wenn wir nichts treffen, ist alles gut. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch ein blaues Herz bekommen. Okay, also so langsam geht es uns schon mal ein bisschen besser. Immerhin. Viel Schaden machen wir halt auch. Was man freischaltet, habe ich auch keine Ahnung. Ich habe mich halt wirklich überhaupt nicht über diese Challenge informiert. Oh Gott, nein, da haben wir uns nicht getan. Au. Oh shit. Wie konntest du es wagen, dir sie nichts zu treffen? Wird man gleich bestraft. Das nennt man Karma, Leute. Das nennt man Karma. Gut, würde ich sagen. Gehen wir einfach zu Larry Jr. Warum nicht? Wir haben genug Schaden. Ich bin mal gespannt, ob er mit einem Hit stirbt. Nee. Aber fast. Hä? Guck mal, wir haben noch irgendeinen komischen Effekt. Oh, damit ist Lebensupgrade. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit.
Was haben wir hier? Ist auch cool. Vor allem ist es ein Gabi-Item. Gabi-Item, Gabi-Item. Aber dann müssen wir unser Book of Belial wegschmeißen. Was uns halt richtig, richtig stark macht. Wenn wir es einsammeln, haben wir aber natürlich eine höhere Chance auf den Devil Deal in der nächsten Ebene. Und Fliegen sind auch nicht schlecht. Vor allem ist unser Schaden ja doch relativ hoch. Ich nehme es mal mit. Der Schaden durch die Fliegen ist ja dann auch relativ hoch. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee war. So, da haben wir einen blauen Stein. Kommen wir da hin, wenn wir hier aufspringen? Wahrscheinlich nicht. Kommen wir da hin, wenn wir hier aufspringen? Ich hoffe doch. Ah, ich bin so dumm. Wow. Gut, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Gehen wir hier rein. Ach, guck mal, ein Buch. Das will ich wahrscheinlich nicht haben, aber wir schauen mal, was es macht. Es macht gar nichts. Das hier macht, dass unsere Begleiter näher an uns dran sind. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ist also auch nicht so kacke. Wir können nochmal in den Stachelraum gehen. Ich meine, warum nicht? Wir könnten auch hier reingehen und hoffen, dass wir vielleicht eine Bombe bekommen. Ja, dankeschön. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht, aber ich spiele trotzdem mal weiter. Oh, kriegen wir sogar noch zwei Schlüssel. Okay, das hat sich mehr als gelohnt. Geil. So, und jetzt mit dieser Bombe können wir uns hier Geld holen. Das machen wir jetzt. Haben sogar noch den Geheimraum aufgesprengt. Ich wollte das natürlich anschießen. Kriegen noch ein paar Bomben. Okay. Das finde ich gut. Wenn ihr euch übrigens wundert, warum diese Folge wieder so spät kommt, auch wenn das die letzten Tage irgendwie normal war, dass die immer ein bisschen später kam, das liegt daran, wir haben eine Pretty Fly bekommen, dass ich meinem Vater helfen musste, ein paar Schränke umzuräumen. Unter anderem seinen komischen Gitarrenschrank, wo er 8 Gitarren drin hat. Und ja, muss auch mal sein. Und deswegen konnte ich erst ganz spät aufnehmen. Aua. Oh toll, jetzt muss ich da auch noch zweimal reinlaufen, oder was? Du verdammte... hat sich aber gelohnt. Hat sich mehr als gelohnt. Da haben wir unseren Damage-Up. Gut, dann brauchen wir nämlich jetzt auch nicht mehr... The Moon. Dann brauchen wir jetzt nämlich auch nicht mehr das Book of Belial. Weil wir sind auch so schon stark genug. Ich meine, guckt euch das an. Ja, unser Schaden ist schon fast ganz hoch. Alles klar. Dünn, nächste Ebene. Ich weiß halt nicht, wie lange wir gehen müssen. Aber ich denke mal, dieses Kreuz heißt einfach bis... Isaac. Ich sag mal, das ist bis Isaac. Wenn es länger dauert, dann ist halt blöd, aber machst du nix. Wir sind sowieso schon stark genug. Aber waren wir auch letztes Mal. Bei der letzten Challenge waren wir auch stark genug und haben es trotzdem nicht geschafft, weil der Edmund einen blöden Weg gemacht hat. Ich glaube, man hat mein Handy gerade gehört. Erstmal auf lautlos stellen. So. Hi. Nein! Das ist nämlich das Blöde. Unsere Fliegen machen so viel Schaden und unsere Begleiter irgendwie auch, dass wir manchmal schießen werden, wenn die Gegner schon tot sind. Guck. Hätte ich auch schon... Nein! Oh Gott! Wir machen so viel Schaden mit den Fliegen und so. Gut, ich greife gar nicht mehr an. Ich lasse das meine Begleiter machen. Hier. Question mark. Wieso hat das nicht gesagt? Oh. Bin ich ein bisschen bin ich jetzt. Oh, Spider Love. Spider Baby. Spider Revenge. Hä? Was genau macht das? Ich weiß es nicht. Produzieren wir jetzt auch noch Spinnen? Das wäre toll. Wenn wir dann noch Hive Mind finden würden, dann sind wir quasi richtig OP. Weil dann wären unsere Fliegen und unsere Spinnen ein bisschen größer sogar noch. Und machen dementsprechend dann noch mehr Schaden. Wir haben keine Münzen, das heißt, das lohnt sich nicht, da reinzugehen. Gehen wir zu Gurdy. Hallo, Gurdy. Dich können wir auf jeden Fall ein paar Mal angreifen mit unseren Tränen. Pau, 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 pau. Bitte nicht wehtun. Habe ich vergessen zu sagen. Stimmt, wusstest du noch nicht. Aua. Okay. Regeneration. Wir haben natürlich auch... an sich genug Bomben. Wir schauen mal kurz, ob da der Geheimraum ist. Ich glaube, das hat nicht mal getroffen. Ist halt blöd, ich muss die ganze Zeit schießen. Das
So, das nervt mich hier gerade. Dann packen wir da mal eine hin. Sehr schön. Dann kommen wir sogar umsonst in den Shop sogar noch rein. Machen wir einfach mal. So. Und was haben wir hier? Da haben wir ein neues Item, das wir uns aber nicht leisten können. Und ein blaues Herz natürlich noch. Nehmen wir das blaue Herz mal mit. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Leben. Dann sind wir hier auch erstmal durch. Mit unserem blutverschmierten Mund. Vom Tomatensaft. Oder so. Ja, ja, ist Tomatensaft. Sieht aus wie Tomatensaft. Als ob wir Blut essen würden. Ich traue mich nicht, den anzugreifen. Weil er eben mit einem mitstirbt. Mann, Mann, Mann. So. Das ist echt ein bisschen tricky irgendwie. Oh, nein, nein, nein. Wow, das tut doch weh. So, du bist tot. Dann sprengen wir dich von der Seite auf. Gut, ich komme gleich nochmal wieder. Sobald ich nicht mehr aufgeladen habe. Immer diese... Ich lade halt immer automatisch auf. Muss ich mir mal abgewöhnen. So, jetzt mache ich gar nichts mehr. Aber ich muss was machen. Sonst schießen meine anderen Begleiter halt auch nicht. Okay, so. The Empress wird uns zum Boss bringen. Okay, interessant. Unsere Leben sind halt nicht so ganz toll, aber wir holen uns hier auf jeden Fall noch den blauen Stein. So, das ist ja wohl drin. Gut. So, immerhin 4,5 Leben. The Empress könnten wir jetzt schon einsetzen. Allerdings ist hier ja noch irgendwo ein goldener Raum. Den wollen wir natürlich auch noch haben. So. Dann noch das. Ein Lüchen Gegner, die alle mit einem Hit sterben. Oh Gott, ihr seid alle zu schwach. Au. Au. Oh Gott. Und was habe ich sonst heute so gemacht? Ich habe Kekse gegessen und dann hat mir meine Mutter die weggenommen, weil ich zu viele Kekse esse. Oh Mann. Und jetzt kann ich... Ah, jetzt kann ich keine Kekse mehr essen. Kann ich mehr dick und fett werden. Oh. Dabei wollte ich auch mal dick und fett sein. Aber ich verliere gerade viel zu viele Leben. Da kriege ich noch ein Leben. Geilo. Bin ich gleich wieder tot. Aber wir produzieren Fliegen und Spinnen. Also Hive Mind wäre wirklich perfekt für uns. Change. Hat auch was. Kann man auf jeden Fall mal benutzen. Oh Gott, wir haben was getroffen. Puh. Ja, ja. Okay, ich schieße wirklich nur noch, oder ich versuche nur noch zu schießen, wenn ich weiß, dass ich auf jeden Fall was treffe. Na, Lack ab, okay. Wollen wir jetzt schon zum... Ja, komm, wir gehen einmal zum Boss. Kann ja nicht so ein schwerer Boss sein. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht schießen, wenn er gerade wieder nach unten geht. Das nächste Mal, da ist er schon tot. Ein Range-Up hätte ich eigentlich rerollen sollen. Ich dummerchen. Dann rerollen wir halt das. Okay. Noch ein Begleiter. Ein Auto-Turret. Nehme ich mit. Auch wenn ich jetzt nur noch ein Leben habe, was ein bisschen sehr kacke ist. Zweimal schießen und ich bin tot. Quasi. Aber okay. Ein Auto-Turret kann uns, glaube ich, ganz gut helfen. So, ansonsten haben wir eine Empress-Karte. Das heißt, wir könnten... Oh, da ist noch ein blauer Stein. Das heißt, wir können in den Stachelraum gehen. Und uns dann raus teleporten. Oder wir gehen einfach hier rein, weil wir nur noch ein Leben haben. Und holen uns ein bisschen Geld. Ist doch auch was Schönes. Und hoffentlich treffen wir auch immer was. Aber der Autoturret wird uns, glaube ich, helfen. Dann müssen wir nämlich nicht mehr anvisieren. Oh, geil. Und nochmal. Ach Gott. Gut, jetzt weiß ich aber wenigstens, was ich hier machen muss. Mann, was war das denn? Egal. Ja, nehme ich mit. Der Attackfly ist immer gut. Oh, sogar die rote. Oh, oh, oh. Die rote Attackfly. Die ist super. Die mag ich. Ich mag dich, rote Attackfly. Du bist toll. Oh Gott, gut, dass ich den noch getroffen habe. So. Okay, wir haben sogar schon recht viel Geld für die allererste Ebene. Aber noch nicht genug. Aber die Red Attack. Dann haben wir sogar was, mit dem wir angreifen können, ohne dass wir selber angreifen müssen. Ohne dass wir irgendwie
Und so. Ja. Ohne dass wir das Risiko eingehen müssen, irgendwie zu schießen und dann doch nichts zu treffen. Oh Gott, oh Gott. So, Attack Fly, Attack Fly, Attack Fly. Gab es nicht sogar im alten Isaac noch so eine Challenge mit den Attack Flies? War die im normalen Isaac oder war die in irgendeiner Custom-Dings? Guck mal, das ist natürlich auch cool. Da kriegt man einen Schlüssel. Für die erste. Das ist ja cool aufgebaut, das mag ich. Joa, da ist das Kreuz, das wir auch auf der linken Seite sehen. Ist auch noch ein HP ab, was auch sehr geil ist. Eine Emperor-Karte schon wieder, okay. So. Und jetzt sollten wir uns vielleicht zweimal überlegen, ob wir wirklich irgendwelche Begleiter mitnehmen wollen, die von sich aus schießen. Oder ob wir wirklich nur selber schießen wollen. Ist vielleicht sogar besser, wenn wir einfach nur selber schießen und sonst nur Begleiter mitnehmen, die irgendwie um einen rumfliegen, Projektile abfangen und halt Schaden machen. Aber sonst ist das, glaube ich, besser, wenn man halt von sich aus nur schießt. So. Aber ich glaube, dadurch verbessert man seine Accuracy sehr gut, wenn man diese Challenge ein paar Mal macht. Naja, egal. Dann setzen wir mal unser schönes Büchlein ein, wenn wir es schon haben, ne? Oh. So. Stirb. Sehr gut. Und eine graue Spritze. Yay, eine Shot Speed Up. Das bringt uns mal überhaupt nichts. Na doch, Shot Speed Up ist gut. Aber schneller schießen ist nicht gut. Also Tiersab ist nicht so gut. Bringt uns nicht so viel. Hopp. Gut. Also sobald wir ein paar mehr Leben haben. Oh Gott, nein. Ich werde Leben verlieren. Verliere ich auch ein Leben, wenn ich die treffe, die Gegner da eben, wenn sie unten sind und ich denen keinen Schaden mache? Also muss ich Gegnern Schaden machen, damit ich kein Leben verliere, oder ist das egal? Das wäre auch nochmal so eine Frage. Okay, euch muss ich gar nichts tun, ihr seid nur blöde Fliegen, die eh nichts machen. Okay, und ein Speeddown, so. Ist ein bisschen schade, aber kann ich, glaube ich, mit leben. Ein bisschen Geld, okay, das hat sich gelohnt, bis auf das wir halt das Leben verloren haben. Aber sonst ganz okay. Da will ich nicht vorbei. Da sind rote Feuer. Ich habe Angst vor roten Feuern. 12 Münzen schon. 3 Münzen mehr, dann können wir in den Shop. Shit, wir müssen an den roten Feuern vorbei. 13 Münzen. Noch 2 Münzen mehr, dann können wir in den Shop. Oder wir setzen die Empower-Karte ein. Ich glaube, das ist sicherer. Wir gehen einfach mal zum Boss mit unseren einen Herzen. So. Nein, nein, du gehst. Hallo? Hörst du bitte auf? Oh Gott, ich werde bei dem noch ein Leben verlieren. Ich mag diesen Boss nicht, ja. Ich mag ihn wirklich nicht. Oh Gott. Wow. Und nochmal. Weil diese Challenge so witzig ist. Ja, und so. Ach Gott, oh Gott. Okay, die Challenge ist schwerer als gedacht. Danke, Jakob. Danke, dass du dir diese Challenge gewünscht hast. Und gut, dass ich mich am Anfang gar nicht erst für die Challenge informiert habe. Das ist auch nicht gut. Man sollte sich immer vor einer Challenge darüber informieren, wer denn der Gegner ist. Okay, das ist ja auch blöd. Manchmal brauchen die 2, manchmal brauchen die 3. 1. Wow! Danke! Blöder Kackhaufen. Naja, für eine Münze. Jetzt sterbe ich mit dem nächsten Hit. Na geil. Na geil, na geil. Deadbird. Okay. Können wir uns immer selber verletzen und dann kommt der Deadbird und vernichtet alle. Ich glaube, an dieser Challenge werde ich auch noch ein bisschen zu kämpfen haben. Kann ich auch im Stream machen. Diese ganzen neuen Challenges sind viel zu schwer für mich. Beziehungsweise sind blöd programmiert. So, wo bist du? Viech, komm her. Ich töte dich. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Leute. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ich krieg das noch hin. Ist halt blöd, dass ich auch Schaden bekomme, wenn ich eine Wand treffe oder so. Wenn ich dann also gerade im Lauf bin und irgendwo blöd hinschieße. Oh, was ist das denn schönes hier? Price Bombs. Ah, die glitzern. Oder wie? Ah, oh, wir glitzern. Leute, wir glitzern. Oh, ja, glitzern.
Schutz, ja. Ah, Glitzerbomben. Das ist toll. Glitzerbomben sind was Schönes. Okay. Wie oft sind wir jetzt gestorben? 3 oder 4 Mal? Ah, oh, wieso glitzert die Bombe nicht? Oh, danke schön. Fast genauso gut wie eine Glitzerbombe. So. Okay, schade. Nur ein Trinket. Euch spreng ich mal kurz in die Luft, wenn das okay ist mit meiner Glitzerbombe. Schade, dass die Explosionskraft davon leider trotzdem nicht erhöht ist. Aber Glitzerbomben sind was Schönes. Kann man Partys mit feiern. Ich meine, wer kennt sie nicht? Früher die Glitzerbomben auf den Partys. Money, money. Haben wir wieder 12 Münzen. Ich bräuchte vielleicht ein paar blaue Herzen oder so. Das wäre ganz schön. Wow. Du Blödkopf. Ah, ich hasse alle Gegner, die sich bewegen. Hört auf, euch alle zu bewegen. Ich treffe euch doch niemals. Ah. Gott. Also, ob das heute noch was hört, ich weiß ja nicht. Es tut mir auch leid. Oh Gott. Immer nur so eine Scheiße. Okay, und in diesen Runs bekommen wir dann nicht mal gute Items, oder wie? In den letzten Runs hatten wir ja wenigstens gute Items bekommen. Was gut wäre für uns, wäre tatsächlich, wie auch für jeden anderen Charakter, wie heißt das? Guardian Angel? Ne, wie heißt das Ding? Wie heißt denn das? Dieses blaue Kreuz. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Aber wie heißt denn das nochmal? Guardian Angel ist was anderes. Das war so ein Begleiter. Nein, 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 nein. Gut. Ah, ein blaues Herz. Ui, danke. Oh, wir kriegen einen Ball of Bandages. Okay. Das ist dann ein doch nicht so schlechter Start. Ist okay. Ist okay soweit. Ja, 20 Minuten Aufnahme. Noch gar nichts geschafft. Da lief das erste echt noch am besten. Und danach wurde ich unkonzentriert. Oh, wow. Gut, komm, wir setzen es ein. Immer diese Gegner, die nicht an einem Platz bleiben. Ich hasse sie. Könnt ihr nicht alle einfach stehen bleiben, mich nicht angreifen und sterben? So. Naja. 2 Herzen haben wir ja noch. Oh, wieso explodiert der? Was ist der explodiert? Warum ist der explodiert? Immer diese Attentäter hier. Oh, wow, danke. Okay. Hallo, Pieper. Wir haben nur noch ein Auge. Oh Mann. Gut, dass unsere Tränen aus unserem Mund kommen. So. Guck mal, der bewegt sich auch schon wieder. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich bin gleich schon wieder tot. Oh Gott. Ach, guck mal, da ist ein blauer Stein. Und ganz viele Feuer, die garantiert auf mich schießen werden. Aber es ist mir egal. Ich laufe einfach an euch vorbei. Haha, nix von euch trifft mich. Niemals. Jetzt seid ihr nicht mehr mehr. Oh, ihr seid keine roten Feuer mehr. Das tut mir leid. Ich habe euch zu normalen Feuern gemacht. Ich habe euch gerettet. Ja. Bumm. Irgendwas treffe ich. Okay, gut. Irgendwas treffe ich. Gut. Gut. Den letzten mache ich mit meinem Ball of Bandages. Ist, glaube ich, sicherer. Ich hätte gern ein blaues Herz. Aber das Gute ist, hier ist ja zum Glück ein blauer Stein. So. Gut, sonst haben wir alles. Wir können noch in den Stachelraum gehen. Machen wir aber nicht. Shop brauchen wir auch nicht. Wir könnten höchstens können wir noch hier irgendwo den Geheimraum suchen. Aber da ich den sowieso immer nicht treffe, lassen wir das mal. Nein! Okay, ich habe seine Bombe getroffen. Gut. Hör auf damit! Bleib doch mal da, wo du bist! Holy shit, der weiß, dass wir sterben, wenn wir nichts treffen. Oh nein. Bleib. Bleib doch mal da, wo du bist! Okay. Mann. Lebensupgrade! Ja, perfekt. Okay, was kriegen wir hier Schönes? Das schwarze Ding, das wir letztes Mal freigeschalten hatten. Ich sehe ihn nicht. Okay. Ich werde garantiert nicht einfach schießen, wenn ich die Gegner nicht sehe. Nehme ich mal mit. My Shadow. Me and my Shadow. Wir haben jetzt einen Schatten unter uns. Ich weiß nicht, was er bringt. Wir werden es bestimmt noch herausbekommen. Okay, cool. Dann haben wir wenigstens mal das neue Item gefunden, das wir in der letzten Folge freigeschalten haben. Indem wir mit Judas, den wir gerade auch wieder spielen. Ist euch das aufgefallen? Ob das wohl ein Zufall ist? Ich weiß ja nicht. Ich glaube auch nicht. So.
Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Schatten unter uns. Man weiß allerdings nicht, was er tut. Und wann er irgendwas tut, weiß ich auch nicht. Aber er macht bestimmt irgendwas ganz Tolles. Aber hey, wir haben endlich mal einen Schatten. So einen richtigen Schatten. Also so einen richtig dunklen Schatten. Finde ich eigentlich ganz cool. Gut, 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 gut. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Oh, das war geplant. Ich wusste, dass hier der Geheimraum ist. Okay, perfekt. Da kommen wir überall nicht ran. Irgendwo ist hier ein Schlüssel gedroppt. Oh, okay. Man muss den Gegnern keinen Schaden machen, damit man selber keinen Schaden bekommt. Das haben wir jetzt aber ausbekommen. Ist ja auch was Schönes. Bum. Die halten zwei volle Hits aus. Oha. Oha, oha. Gut, wir waren noch nicht im goldenen Raum. Heißt, da werden wir gleich nochmal reingehen, nachdem wir hier die Dinger aufgesprengt haben. Oh, ja, sehr gerne. Oha. Ach geil, wir machen jetzt hier, ja, Münzen. Geilo, das heißt, wir werden richtig viel Geld bekommen. Das ist cool. Und vor allem treffen wir die Gegner einfacher, weil diese Münze einfach viel größer ist. Das ist nice. Okay, dann können wir auf jeden Fall auch in den Shop gehen. In der Hoffnung, dass wir hier nicht irgendwie mal sterben. Dieser One ist, glaube ich, besser als die ganzen anderen. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Steam Sale. Da wir der Shopkeeper sind, werden wir den Steam Sale mitnehmen. Und dazu natürlich das blaue Herz. Münzen haben wir genug, den Rest brauchen wir nicht. Und dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Blutlust ist jetzt nicht das Geilste. Aber da Judas sowieso schon immer mal Samson sein wollte, ist das bestimmt geil. Stuhl. Eine Bombe für zwei Bomben und eine Kiste mit den blauen Herzen. Das ist ein Stuhl. Wir haben auch genug Schlüssel, um das da noch aufzusprengen. Diese Wege finde ich ganz cool, wo man sich so komisch durchsprengen muss. Justice ist auch gut. Ist die Frage, wollen wir es. Ja, komm. Wir setzen es jetzt schon ein. Meistens sind da ja nur rote Herzen drin, deswegen wollte ich es vielleicht nicht einsetzen, aber. Passt schon. Passt schon, passt schon. Gut, dann haben wir hier alles. Können wir The Hollow kurz besiegen. Oh, nein, bitte treffe irgendwas. Au. Das macht der Shadow. Dass alle Angst vor uns haben, oder was? Guck mal, der liebt uns sogar. Nee, das ist unser Shadow. Macht der auch irgendwas? Wie geil. Guck mal, wir haben unser eigenes kleines Schattenwesen. Das ist ja süß. Cool. Guck mal, das ist von uns angezogen, das folgt uns. Ah, Shadowline. Shady? Shady? Shuddy? Ich nenne dich Shadow. Ich nenne dich Shadow. Hallo, Shadow. Ich hab dich lieb, Shadow. Ich mag dich, Shadow. Oh, da kommt ein Laser. Der sich dreht. Wow, okay. Hast du nichts anderes? Das kenn ich. Nein, au. Und die Gegner haben Angst vor uns, wenn wir Schaden bekommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Shadow. Wegen Shadow. Shadow ist auch ganz schön furchtbar. Wir haben zwei Shadows. Ach, die bleiben in dem Raum. Ne, wir haben zwei Shadows. Bleiben die jetzt für immer, wenn wir getroffen werden? Werden das immer mehr? Je öfter wir getroffen werden? Oder ist das nur pro Ebene? Das kann natürlich auch sein. Nein, die bleiben! What? Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, können wir den ganzen Raum voller Shadows machen. Das wäre ja mega, mega, mega behindert. Okay, so viel Schaden machen wir aber nicht. Aber wir können den ganzen Raum voller Shadows machen. Soll das so? Hey, geil! Wir haben drei Shadows. Leute. Oh nee, die sterben irgendwann. Oh, au. Aber da haben wir unseren neuen Shadow. Wir brauchen immer irgendein Shadow. Ja, okay, irgendwann sterben die. Aber das ist ja cool. Mit jedem Hit kriegen wir so einen kleinen Shadow. Der eine hat sich einfach am Feuer umgebracht. So, hör auf. Okay, cool. Also produzieren wir immer so einen kleinen Shadow, der uns leider nicht heilt. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. So, danke. Finde ich ganz cool. Ach ja, diese kleinen Shadows. Die uns lieben. Wir lieben dich auch, kleiner Shadow. Und vor allem folgt er uns.
Alles klar. So. Oh, wir haben kein Shadow. Ich würde ja gerne einen machen, aber dafür müssten wir ein Leben verlieren. Und das ist halt nicht ganz so geil. Aber ich hätte jetzt irgendwie schon gern Shadow. Also irgendwie vermisse ich den. Klein Shadow, komm wieder. Wir hatten so eine schöne Zeit. Weißt du noch damals, als du Krampus angegriffen hast? War das nicht eine geile Zeit? Es war eine geile Zeit. Doch es ist vorbei. Du bist hinter mir. Oder unter mir, besser gesagt. Ja, genau, bring dich einfach mal selber um an dem Feuer. Das finde ich gut. Der hat's verstanden. Das kleine Pui. Pui-Kackhäufchen. Hup. 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 Hi. Nö. Aber das Matchstick können wir mal mitnehmen. Matchstick. Dann kriegen wir ein paar Bomben. Und Bomben sind eine tolle Erfindung, die Bomben. Da haben wir auch den Shop. Gott, oh Gott. Nein, nicht treffen. Danke. Danke. Und du auch noch tot. Sehr gut. Was haben wir denn hier, Schulis? Eine Pandora's Box. Die können wir auf jeden Fall mal kurz einsetzen. Da kriegen wir nämlich, glaube ich, jetzt ein und Schlüssel und noch mehr Schlüssel und Lagerab und alles Mögliche. Uiuiui. Das war Schönes. Was brauchen wir sonst noch? Wir können uns diese Karte holen. Suicide. Okay, Suicide King. Und eine Lockdown. Ist uns eigentlich relativ geil. Suicide King, ich muss halt nur aufpassen, dass ich das nicht irgendwie... Ah, okay, das ist cool. Irgendwie aus Versehen einsetze. Die Chance ist da, dass ich es aus Versehen einsetzen werde. Das ist ein bisschen schlecht. Aber sobald wir ein zweites Leben haben, durch irgendwie Judas Schatten oder so, dann würde ich die tatsächlich einsetzen. Dann, was war das? Ach, meine Katze. Meine Katze ist vom Bett runtergesprungen. Ja, ja. Immer diese Katzen, die auf dem Wasserbett rumliegen, nur weil das Wasserbett warm ist. Oh Gott. Warum du? Okay, ja. Scheiß du mal ein bisschen, ist mir egal. Gut, jetzt beginnt die Scheiße. Ich trau mich nicht zu schießen. Ah, bitte treff, danke. Na, Devil Room? Devil Room. Wo genau? Hallo? Ach, da oben. Gut, springe ich erstmal das Ding hier noch auf. Bitte nicht wegschieben. Danke. Ein Small Walk. Danke. Noch ein Garbage Up. Ich habe nicht mal mein Teil hier eingesetzt. Ab die Buddy. Ach du Kacke, ist das Ding schon groß. Also eigentlich... Aua. Brauchen wir das nicht. Ich hole mir nochmal zwei Shadows dazu. Und wir holen uns trotzdem das Pentagramm. Guck mal, wie sie uns lieben. Oh, ich hab mich auch lieb. Jo, ihr kleinen Süßen. Jo. Und eine Health Down. Scheiße. Oh Gott. Aber wir kriegen hier ja noch ein Health Up. So. Gut. Gut, gut. Diese Pille war halt scheiße. Aber wir haben noch mehr Damage. Und wir haben ein paar Shadows. Und ich hätte gern Judas Schatten irgendwie noch. Da, töte alles. Töte ihn. Aua, oh fuck. War natürlich mit... Das ist alles mit Absicht. Ich will nur meine Shadows hier groß machen, ja? Wenn das klar ist. Oh Gott, ich erkenne hier gar nicht, was mir gehört und was nicht. Okay, also gegen Gegner zu kämpfen, die an der Wand sind, ist irgendwie nicht so ganz geil. Und die Judas Schatten sind irgendwie auch nicht so pralle. Doch, doch, ihr seid super. Ihr seid super, Judas. Ihr Shadows. Ihr seid schon... Nein! Wieso bringen die sich selber um? Oh Gott! Oh, guck mal, die haben jetzt aber doch schon ganz schön viel Schaden gemacht. Werden die auch stärker? Je nachdem, ob wir auch stärker werden. Das wäre natürlich was Gutes. The World. Können wir gerne einsetzen. Was haben wir hier? Zwei Joker-Karten. Und The Moon. Setzen wir erstmal The Moon ein. The Moon. The Moon. Das können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Zack. Euch springen wir auch in die Luft. Ich meine, wir haben die Bomben. So. Danke. Diese Suizid-Shadows. Oh Mann.
Gut. Ich habe Angst zu schießen, vor allem wenn hier so viele Sachen im Weg sind, wo überall die Tränen abgewehrt werden können. So, okay, gut. Ich weiß auch rüber. Ich habe hier gar nichts. Da hinten ist der Golden Raum. Da oben war noch eine Joker-Karte auf jeden Fall. Joker-Karte, Joker-Karte. Judas Schatten war auch in einem Devil Room, oder? Komm, wir setzen mal eine Joker-Karte kurz ein. Joker. Okay, ein Teil, das uns schwarze Leben gibt tatsächlich. Ich würde sogar beides mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Machen wir auch einfach mal. Jetzt könnten wir könnten die Suizidkarte einsetzen. Suicide King Karte hier. Die Sache ist, ob wir wiederbelebt werden oder nicht. Davon hängt das ab. Gabis Collar ist ja leider nicht hundertprozentig, dass man wiederbelebt wird. Sondern nur 50% oder so. Von daher 50-50 Chance, dass wir wiederbelebt werden. Aber für Suicide King wird sich das eigentlich schon lohnen. Weil da meistens gute Items rauskommen. Aber so Judas Schatten oder sowas wäre schon ein bisschen geiler. Wenn ich so ganz ehrlich bin. So. Hey, haben die das abgeändert, dass Plop keine Bomben mehr wegschieben kann? So viele Veränderungen. Zack. 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 Okay. Wo gehe ich eigentlich gerade hin? Gehe ich zum Boss? Ja, ich gehe zum Boss. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Da unten ist allerdings noch ein Shop. Wir müssen in den Shop und wir müssen noch in den goldenen Raum. Heißt, wir gehen hier nochmal runter. Es tut mir leid. Nehmen wir kurz einen Umweg. Geheimraum haben wir schon. Sehen wir auch den Supergeheimraum? Nö, schade. Hier können wir auch mal ein bisschen aufsprengen. Einfach weil das witzig ist. Hahaha. Oh, du mit deinem komischen Laser, du. Dafür stirbst du, dass du mich mit deinem Laser angreifen wolltest. Pse. Holy shit, das ist denn groß. Nein, nicht wehtun. Oh, kacke, ey. Ich muss nicht mal doll aufladen. Und trotzdem ist das schon so richtig groß. Oh man, wir sind ein bisschen stark. Und haben sogar auch recht okay Leben. Golden Touch. Yeah, wir haben den goldenen Körper. Wir sind hübsch. Wir haben den goldenen Körper. Wir können uns das leisten. Wir können uns goldene Körper leisten. Wenn man so viel Geld hat wie wir, ist das kein Problem. So, doppelte Sachen. Das ist auch cool. Und wir können jetzt hier das neue Item, das wir schon letztes Mal gesehen haben, mal mitnehmen. Double Item Vision. Oh. Gut, das hätte man sehr viel besser einsetzen können. Aber wir haben hier unser Humble Bundle umsonst bekommen. Was ist denn, wenn ich jetzt noch ein Humble Bundle kaufe? Zählt das? Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht kriegen wir jetzt alle Sachen mal 4. Wäre auch nicht so schlecht. Oh Gott, so viele Herzen. Das bist du nochmal hin, Mathe. Hätte ich mir auch denken können. Nun gut. Nun gut, nun gut, meine Freunde. Wir gehen weiter. Zum Boss. Und hoffen, dass wir irgendwie nochmal ein zweites Leben bekommen. Was haben wir hier eigentlich? Hangman. Das bringt uns, glaube ich... Das bringt uns schon was. Moment, wir kommen gleich wieder. Keine Sorge, wir nehmen die Suicide King Karte immer noch mit. Aber wir können ja erstmal... Hier... Eine Telepille mitnehmen. Und damit ist jetzt leider... Unsere Suicide King Karte weg. Abduent. Puing. Okay, ich bin doof. The Empress, das Ding bringt uns mal überhaupt nichts. Two of Clubs. Okay, das hast du ein bisschen sehr spät gesagt. Gut, gehen wir hier halt weg. Tschüss. Ich vermisse meine Suicide King Karte. Ich vermisse, dass ich den Boss nicht gemacht habe. Und ich vermisse, dass wir... Ja, nö, das war, was ich vermisse. Ja, gut, dass ich hier einmal getroffen werde, war irgendwie klar. Und er bringt sich... Da sind nicht mal Stacheln dran und er bringt sich an den Ding um. Was? Uncool. Naja, solange wir alles mit einem Hit töten. Und dazu haben wir noch unsere Bibel da. Unsere Teufelsbibel. Nicht mal. Book of Belial heißt das Ding. Ach shit, das macht uns noch stärker. Ich wollte zum Boss. Oh Gott, ich wollte nicht stärker sein. Ich bin schon stark genug.
Scheinbar nicht. Scheinbar töte ich Pinne mich nicht mit einem Hit. Mann, Mann, Mann. Okay, dass wir zweimal das Humble Bundle mitgenommen haben, hat, glaube ich, nichts gebracht. Sonst hätten wir jetzt 4 Münzen bekommen, oder? Kann ich das eine Humble Bundle dann wieder verkaufen, bitte? So. Das rote Herz, was wir bekommen werden durch diesen Herzcontainer, durch dieses weiße Herz, müssen wir auf jeden Fall wieder loswerden. In irgendeinem Devil Room oder so. 404? Das ist auch ein Trinket, oder? Genau, 404 ist ein Trinket, das in jedem neuen Raum einen neuen Trinket-Effekt macht. Man weiß nicht davor, was für ein Trinket-Effekt das ist. Aber er bleibt im Raum immer gleich. Das heißt, wenn ich hier jetzt wieder rausgehe und wieder neu reingehe, dann ist der Effekt trotzdem derselbe wie jetzt gerade zur Zeit. One makes you smaller. Okay, wir sind süß und klein. So. In kleine Seeds. Ich hoffe, hier ist irgendwo der Boss. Okay, war natürlich geplant, dass sie so sterben. Bitte, bitte bleib da, bitte bleib da, bitte bleib da. Dankeschön. Bitte mach deinen Laser, mach deinen Laser, mach deinen Laser, mach deinen Laser, mach ihn nochmal. Dann mach ihn halt nicht. Habe ich überhaupt nichts gegen? Aua. Wahrscheinlich müssen wir an diesen Stacheln wieder vorbei, aber da werde ich wieder Leben verlieren, deswegen will ich da eigentlich nicht hin. Oh Gott. Wo bin ich? Ich bin zu klein, ich sehe mich nicht mehr. Irgendwas treffe ich, danke. Alter, aber unsere Tränen sind wenigstens saugroß. Aber Leben haben wir leider keine mehr. Ach, guck mal, da haben wir jetzt sogar noch ein Teil, das macht, dass unsere Tränen durch die Gegner durchgeht. Ist das so gut? Wahrscheinlich werden wir jetzt jedes Mal Leben verlieren, weil unsere Träne durch die Gegner durchgeht. Okay, doch nicht. Und dadurch ja irgendwo aufprallen wird. Aber scheinbar nicht. Wir sind einfach nur noch viel stärker als vorher. Nice! Oh Gott, da hat man doch richtig Angst, dass die Träne... Holy shit! Dass die Träne irgendwo gegenknallt. Komm, wollen wir noch ein bisschen stärker werden? Easy. Oh Gott, nein. Oh Gott, wenn da jetzt ein Gegner drin ist. Natürlich ist hier ein Gegner drin. Warum ist hier ein Gegner drin? Help me. Oh Gott, fliegt das langsam. Wenn wir das mitnehmen, sind wir tot, gell? Hätte ich sehr gerne mitgenommen, weil es uns... Ist das lächerlich, weil es uns halt schwarze Leben gegeben hätte. Boom, boom. Alter, einfach so eine riesige Münze. Aber können wir leider nicht machen. Leider, leider. Wir haben 2 Leben, das ist nicht so viel. Aber es sind nur noch 2 Ebenen, so wie ich das sehe. Beziehungsweise ist das jetzt die letzte Ebene, weil es eine XL-Ebene ist. Aber, ja. Oh man, wir brauchen auf jeden Fall Leben irgendwie. Wenn wir uns hier jetzt selber verletzen, verlieren wir dann ein ganzes Leben? Oder verlieren wir wirklich nur an Gegnern ein ganzes Leben? Das ist auch nochmal eine gute Frage. Nein, oh Gott. Wehe, wir werden nicht wiedergeboren. Wir sind gerade sowas von stark. Mit dem blauen Herz, bitte, bitte, bitte. Nein. Nur eine blöde Luck-Up. Komm schon, mit einer Luck-Up muss doch irgendwo ein blaues Herz drin sein. Okay, das ist hier gerade ein bisschen Whisky. Nö, schieß ich. Ich schieß nicht. Nö, nein. Gut. Jo, Auge, kannst du irgendwas machen? Nein! Oh Gott, ich brauche ganz dringend ein Herz. Ich habe Angst hier. Nein, nein, nein. Wieso fliegt das Ding so komisch? Ach, weil wir 404-Effekt haben. Oh Gott. Ja, immer anderer Trinket-Effekt, natürlich. Oh Gott. Ich werde nichts treffen. Bitte, 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 belebt mich wieder.
Und wir verlieren natürlich ein ganzes Leben, wenn wir uns hier selber treffen. Unsere Tränen waren so schön groß. Ja, schade. Ich krieg diese ganzen Challenges nicht hin. Was ist da los? Jetzt habe ich schon die IWU-Challenge nicht hinbekommen, die Brain-Challenge nicht hinbekommen und Onan's Drake-Challenge nicht hinbekommen. Das ist ein bisschen blöd. Eigentlich wollte ich heute auch streamen, aber da ich halt mit den Schränken da helfen musste, wird das auch nichts. Aber die müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann machen, die IWU, Brains und Onan's Drake-Challenge jetzt. Die mache ich alle in den Stream. Ich probiere halt jede Challenge einmal in einem Video hier und den Rest mache ich dann in den Stream. Ja, mal gucken, wann ich den mache. Okay, aber dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, auch wenn ich heute einfach nur ganz verreckt bin. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem ein bisschen gefallen. Gerne in die Kommentare wieder, welche Challenge ihr dann als nächstes haben wollt, nur halt keine von den drei, die wir jetzt schon hatten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.